Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Ranch Simulator. So, wir brauchen Metallplatten. Kaufen wir gleich ein 50er Pack. Machen wir, glaube ich, mal so. Viel Geld, was wir jetzt ausgegeben haben, aber wir brauchen noch eine Menge Metall. Einmal für den neuen Hühnerstall, den ich ja noch gerade am Bauen bin. Und ich will die Schränke noch machen. Ich glaube, der Hühnerstall, der braucht, glaube ich, allein 100, oder? Brauchen wir also auch noch eine Menge Geld. Und ich will die, also zumindest einen so einen Schrank da fertig machen, wo wir räuchern können, dass wir nochmal mehr Geld fürs Fleisch kriegen. Wow. Leer geschossen, läuft. So. Stimmt ja, rennen geht ja nicht. Also rennen und gleichzeitig Dings wechseln, das funktioniert nicht. Bob. Kann ich das Wildfleisch eigentlich dann auch räuchern oder kann ich das immer nur verkaufen? Das probieren wir, glaube ich, mal. Mach dann jetzt den Räucherschrank fertig und dann gucken wir mal, ob wir das Wildfleisch auch räuchern können. Oder ob wir, upsala, das nur roh verkaufen können. Ich fürchte ja Letzteres. Ich sollte Metallplatten mitnehmen. Wie viel brauchen wir denn? 18. 18 ist einiges. Da fehlt auch noch zwei Holz. Muss mal gucken, wie viel brauchten wir denn da? 52. Dann machen wir erst den metallmäßig fertig. Weil dann brauche ich hier auch nur noch das Holz sägen. So, und die letzten zwei Platten machen wir dann noch in den Schrank hier. Der braucht noch 18, der auch noch 18. Machen wir mal so. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Fleisch da rein tun können. Ne, sieht nicht so aus. Okay, also das können wir nicht. Da können wir wohl nur die Patties dann drauflegen. Zum Räuchern. Gut, war ein Versuch wert. Den stelle ich, glaube ich, gerade mal hier hin. Und dann holen wir noch mal Holz. Wow. Wow, sage ich da nur. Hier stehen einfach viel zu viele Bäume.
bisschen weit weg geparkt, ne? Naja. Naja. Ich glaube, den setze ich da nochmal gerade um. Die kann ich zum nochmal neu positionieren dann. Weil ich fürchte, die sind jetzt genau. Wobei geht. Könnte schlimmer sein. So. Dennoch. Dennoch machen wir vielleicht noch eine dritte Reihe oben drauf. Tap, tap, tam, tadam. So, dann können wir diese hässlichen alten Bäume da mal wegmachen. Da jetzt nur 4 ergeben. Ne, da haben wir noch einen. Hatte mich schon gewundert. Haben wir nochmal 15, das sind dann 30. Haben wir nochmal 30 Bretter. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So. Also, dass sie so schnell sägt, ist schon schick. Aber wir brauchen nochmal ein paar Bretter auf jeden Fall. Die 30 reichen nicht. Das ist echt der Wahnsinn, wie schnell die durchsägt. Also das hat sich, von dem her hat es sich gelohnt. Auch wenn ich halt auf mehr Bretter pro Stamm gehofft hatte. Voilà. Daneben geklickt. So, dann haben wir es aber bald. 86, das heißt 14 brauchen wir noch. 14. Machen wir den hier noch weg. Hoppala. So war das nicht gedacht. Da haben wir 3. Dann holen wir die nämlich hier direkt. Aus dem näheren Umfeld. Ah, perfekt. Genau.
die richtige Anzahl. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Und das scheint nicht der Fall zu sein. So. Das ist mal ein Luxusstall, ne? Da kann man hinten das Tor öffnen. Ups. Das war so nicht geplant. Wow. Auch hier brauchen wir noch wieder die Futterdinger. Ich sehe gerade noch mal das Holz. Tum, tum, tum. Das sind vier auch noch mal, okay. Spread alle. Müssen wir den Kanister auch mal füllen bei Gelegenheit. Also bald eigentlich. So. Können wir die Bretter gerade mal nehmen. Und da noch in den Schrank packen. Der braucht nämlich auch noch. Der braucht noch zwei und der braucht noch ganz viele. So. Das Futterding kann ich nicht mehr aufnehmen, ne? Da hätte ich jetzt vielleicht die Bretter für verwenden sollen, nicht Nudel. Hm. Drei haben wir noch. Nee, die kann ich nicht mehr aufnehmen. Viele Eier und ich weiß nicht, welche ich davon nehmen darf. Nicht alle sind befruchtet. Jetzt brauchen wir doch nochmal Holz. Ich muss ja den Trog hier hinbauen. Wo haben wir die denn? Futtertrog, kleiner Futtertrog. Genau die sechs Holzplanken, die wir hatten. So. Kleiner Wassertrog. So, brauchen wir nochmal 12 Holz. Und dann können wir da die Hühnerchen reinpacken. Ich hätte vielleicht lieber die Säge hier hingeholt. Naja. Zu spät. So, vier brauchen wir noch. Vier. Mache ich vielleicht die hier mal weg. Gibt es einer? Jo, gibt einer. Dann sollten wir hier auch noch mal einen rauskriegen. Jawohl. Falsche Richtung.
So, dann haben wir das auch fertig. Dann brauchen wir Wasser. Holla. Falsche Taste. Dann können wir da schon mal Wasser reinfüllen. So. Und dann brauchen wir Futter. Das müssen wir dann auch bald neu kaufen. Und dann lasse ich die in dem anderen aber noch drin, bis da das Futter aufgebraucht ist. Glaube ich. Hoppla, Entschuldigung, bin gegen das Mikro gestoßen. Ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht zu laut gehört. Wie sieht es hier mit der Sauberkeit aus? Soweit ganz gut. Schon wieder alles leer. Was seid denn ihr für Fresssäcke? Okay, dann müssen wir jetzt Futter kaufen. Na, heute schaffen wir nicht mehr. Morgen. Die spachteln ganz ordentlich. Man, die legen auch ordentlich zu. Also, das sind propere Ferkelchen. Da kann man sich nicht beschweren. Aber da müssen wir morgen unbedingt Futter kaufen. Dann versuche ich mich vielleicht morgen nochmal vorsichtig an den Eiern hier. Mal gucken, welches ich davon nehmen kann und welches nicht. Alle ab. Allabendliche Übung sozusagen. Bin mal gespannt, wann das Küken groß ist. Da sitzt es. Oh, ein Ei. Nehmen wir natürlich direkt mit. Und ich hoffe, das Küken ist kein Hahn. Hahn müsste ich verkaufen. Pennen gehen kann ich noch nicht. Das kann ich aber gerade noch aufs Auto laden. Das kann ich morgen nämlich wieder mitnehmen. So. Dann würde ich sagen, da gefällt mir richtig gut der Stall. Da haben es die Hühner dann richtig gut drin und wir können da auch einfach rein, ohne dass wir uns ducken müssen. Wie viele Eier haben wir da drin? 1, 2, 3, 4, ja. Aber morgen ist im anderen Stall vorsichtig nochmal mit, welche mitnehmen. Zu gucken, welches ist befruchtet und welches nicht. Ja, das machen wir, wie gesagt, dann morgen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.